Hey, yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Bei Riliada. Und zwar geht es heute um den Shark 18 und zwar um den Pluspol am Motor und da habe ich ein Problem. Und dann wollte ich gleich schon mal im Voraus sagen, heute mit einem sehr geehrten Gast und zwar Limon heißt der. Komm mal her, Limon. Ja. Das ist Limon. Oh, jetzt hat er Angst. Ist auf meinen Kopf gelandet. Limon, komm, hab keine Angst. Ich nehme die Kamera. Nee. Komm her. Komm. Scheiße, Leute. Er hat gerade voll Angst vor der Kamera. Warum hast du Angst? Komm, geh auf meinen Kopf. Dann schön. Ja, ich zeige euch ihn gleich. Und zwar geht es. Ja, hab vielleicht ein bisschen schon gesehen. Das ist mein Vogel, der seinen Partner sucht. Ja, ihr habt schon wahrscheinlich damit davon was mitbekommen. Ja, ich wollte fragen, warum das passiert. Und zwar, ich glaube, er hat Angst vor dem Auto, weil von dem hat er Angst, weil ich ein bisschen in der Wohnung gefahren bin. Ne, der hat wirklich von dem Auto Angst. Ja, bleibt da. Ja, er hat von dem Auto Angst. Scheiße. Weil ich bin ja ein bisschen in der Wohnung gefahren. Ja. Pluspol, der löst sich immer. Und zwar passiert mir das immer beim zweiten Akku. Also immer bei der zweiten Akkuladung. Ich bin gefahren. Also bevor ich gefahren bin, bin ich da kurz löten gegangen. Hab's gelötet, bin wieder fahren gegangen. Beim zweiten hab Akku gewechselt, zweites Akku, weitergefahren, ganz normal, da war nichts. Und dann ist auf einmal stehen geblieben, hab Gas gegeben, nichts passiert. Und dann, okay, ich wusste gleich, vielleicht hat es was mit dem Kabel zu tun. Hab gleich gemerkt, dass der Kabel ab war. Danach wollte ich gucken, warum das passiert. Hab gefühlt, der Motor war sauwarm. Dann bin ich mit dem Finger an die Stelle, wo der Kontakt hinkommt. Und der war dann sauwarm, also das Lötchen hat was flüssig, ich hab's gar nicht gesehen, hat halt ein bisschen geglänzt und dann habe ich meinen Finger verbrannt, tut schön weh und dann ja, ich weiß nicht warum das passiert, wisst ihr es vielleicht, also das ist meine Frage und ja, das ist eigentlich das einzigste und danach tun wir mal meinen Akku ans Ladegerät. Lipo-Akku. Ja, Lipo-Batterie. 1 Ampere. Ich lade nicht mit 1300 Ampere, sondern Milliampere, sondern mit 1 Milliampere. 1000 Milliampere. Und ich finde, das reicht. Ich will die Akkus nicht kaputt machen. Ja, ich schließe es da mal ran. Und das war eigentlich auch schon meine Frage. Ja, warum wird es so warm und löst sich dann, ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja auch euch, weil das ist schon etwas komisch. Tue ich mal ein bisschen Lipo Safe Bag. Ja, das war eigentlich auch schon meine Frage. Finde ich ein bisschen komisch. Passiert mir zum ersten Mal. Okay, der Akku ladet. Wow. Dann tun wir mal das Auto zur Seite. Ja, ist ein bisschen komisch, warum das alles passiert. Ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Weil ich habe keine Ahnung, warum das mir die ganze Zeit passiert. Ja, dann zeige ich euch nochmal meinen Gast, wenn er diesmal keine Angst hat. Aber ja, hier ist auch sau eng. Da würde ich auch als Vogel weg. Aber wir probieren es mal nach. Wenn nicht,
Nee, ich mach's woanders. Ja, einen kleinen Moment. Ja, hier, oh, der hat übelst Angst. Ja, ist mein Gast heute. Ist der Limon. Und der sucht seinen Freund Beas. Limon, ich sage euch mal die Erklärung von dem Namen. Und zwar, das ist Zitrone. Warum Zitrone? Weil er war am Anfang immer sehr ängstlich und immer aggressiv. Also hat immer gebissen. Aber jetzt hat sich's getan, seitdem Beas weg ist. Oder bevor Beas weg war, hat er sich auch schon recht stark an uns gewöhnt gehabt. Aber jetzt ist alles ein bisschen besser geworden. Aber ist trotzdem schade, weil er alleine ist. Oh, was ich. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen gleich spielen. Na? Kann ich gleich wieder auf meinen Kopf klettern? Na, noch nicht. Ja, er sucht jetzt einen Partner. Bitte helft ihm. Und ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.